Moin Moin, Gruß aus dem Münsterland bei gefühlten 467 Grad Celsius in einem Knaus Platinum Reisemobil, bei dem gerade die Klimaanlage ausgebaut worden ist. Der Hintergrund war relativ einfach, denn es war so, dass die Klimaanlage nie betrieben werden konnte, denn die 230 Volt haben fast überall gefehlt. Hier sind jetzt zwei neue Luken reingekommen. Und zwar zum einen möchte ich hier mal eben zeigen, der Van-Vent oder Carbest Van-Vent oder wie er auch immer heißt, ist hier reingekommen. Ich gehe jetzt mal mit dem Mikrofon in die gleichen Abstände, dass man das mal hören kann. Das ist also jetzt dieser Van-Vent und etwas weiter hinten ist meine Max-Van reingekommen. Und hier mache ich das auch. Gleicher Abstand. Und man hört tatsächlich, dass die Max-Van erheblich leiser ist als die Van-Van. Auch wenn ich da wieder unten rufe und tausendmal den Daumen nach unten bekomme. Ich kann es nicht ändern. Sie ist einfach leiser. Das ist nun mal so. Und jetzt kommt hier wieder, sobald ich das Rollo zumache, deswegen frage ich immer, wofür in Gottes Namen ein Rollo? Da ist nichts mehr mit Belüftung, da ist Feierabend. Beide arbeiten im Moment mit 100% rein. Warum es hier in dem Wohnmobil tatsächlich erträglich ist, ist ein ganz einfacher Grund. Hier vorne, ihr kennt ihn sicherlich, das ist unser Frontling, der Thermovorhang. Der ist jetzt ohne die Frontverdunkelung, sondern der hängt einzig und allein nur so drin. Und der sorgt natürlich jetzt dafür, dass viel von dieser Hitze, die durch diese großen Luken kommen und durch die Frontscheibe käme und Seitenscheiben, gar nicht ins Fahrzeug reinkommen. Das heißt, es wird vorne gebloppt. Ich habe hier vorne habe ich eine Luftbarriere zu dem vorderen Bereich. Wenn ich hier meine Hand durchstrecke, Leute, ihr glaubt es gar nicht, das sind gefühlte 80 Grad. Schnell wieder zumachen, das Loch. Das heißt also, ich behalte wirklich die warme Luft hinter dem Ding, und wenn ich dann auch noch natürlich das Rollo richtig benutzen würde, wäre es noch mal was anderes. Ich gehe mal eben kurz nach draußen, damit man das Ganze mal sieht. Ja, zeige euch das noch mal eben, wie das von hier aussieht. Hier kann man es ganz schön sehen. Hier ist also jetzt der Frontling im Moment eingebaut. Das ist unser Modell Space. Einfach mal etwas bunter. Und warum das gut funktioniert, ich hoffe, die Tür ist auf, kann ich erklären. Denn er geht wirklich bis auf den Boden runter, ja, und hält den gesamten vorderen Bereich im Sommer als auch im Winter kühl. Und das ist das, was das gute Ding jetzt ausmacht. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Also der Frontling ist nicht nur was für den Winter, sondern hoch, der ist hier hinten hinter, das soll er nicht. So, sondern genauso gut für den Sommer, wenn es wirklich heiß ist. Und das merke ich jetzt gerade ganz, ganz deutlich hier in dem Fahrzeug. Denn hier sieht man ihn nochmal, wie er nach vorne hin abschottet. Wenn jetzt die Rollos nach vorne noch zu wären, dann wäre es natürlich nochmal eine zweite Barriere. Und so haben wir jetzt eine wirklich adäquate Kühlung im Fahrzeug. Alleine durch die Lüfterluken, die also jetzt immer für Frischluft sorgen. Und durch die Abschattung im vorderen Bereich. Das ist also das, was es jetzt wirklich sehr, sehr angenehm macht. Und ich kann euch sagen, das ist eine super Geschichte. Das funktioniert blendend. Ich mache auch hier vorne noch mal ein bisschen zu. Und das kann ich halt eben auch machen, wenn ich nur 12 Volt habe. Wir haben immer mehr Kunden, die lassen die Klimaanlage ausbauen und lassen sich dafür den Max-Van einbauen. Wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Luken, sehr gerne. Der Frontling ist bei uns im Shop. Das wisst ihr ja hoffentlich inzwischen. Hier jetzt nochmal zu sehen von der Innenseite mit dem Durchgriff fürs Radio, mit einer Tasche, um zum Beispiel das iPad oder Zeitungen dahinter zu packen, mit einer Tasche fürs Handy, fürs Smartphone, um das hier reinzustecken. Und er wird einfach nur hier oben über die Sonnenblende gestülpt. Hier am Rand am Griff festgemacht
Und hier vorne sieht man, sind das zwei Tenax-Knöpfe. Hier ist ein Tenax-Knopf, der reingeschraubt wird. Und hier ist ein Tenax-Knopf, der reingeschraubt wird. Mehr habe ich nicht. Das ist also wirklich sehr, sehr wenig. Und das funktioniert top. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen Abkühlung verschaffen. Vielleicht in der Zukunft, nicht sofort. Ja, und ein paar Infos nochmal zu den Luken. Ich sag mal bis dahin, schöne Grüße nochmal aus dem knallheißen Münsterland. Und wir melden uns bald wieder. Jetzt geht's auch erstmal für uns in Urlaub. Bis dahin und tschüss.